für 50 Dollar spielen wir auf jeden Fall mal Poker mit. Dann gehe ich mir fix mal was zu schnabulieren holen. Das passt zwar jetzt nicht ganz so mit meinem Karma zusammen, aber wir pokern jetzt eine Runde und versuchen die Leute auszuziehen. Wird sich jetzt mit 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 Leuten am Tisch, wird sich das jetzt bestimmt eine ganze Weile hinziehen. Erhöhen, alles klar. Gehen wir mit. Wir gehen mal mit. Zwei Damen. Aussteigen. Someone's feeling the pressure. 1100. Okay, hier wird mal reich. Dame König, super. Mitgehen. Ahora es cuando I am going to race. Mitgehen. Willst du mich verarschen? So ein Mist ist da drin, ne? 3-6, wir können nicht mal auf den Flash gehen oder sowas. Wir gehen trotzdem mit. Wir müssen gucken, was da noch kommt. Da hat einer auf jeden Fall All-In. Ein Zweierpärchen haben wir. Oh, ein 8. Uha. Okay. Das wird übel, was wir hier zusammen spielen. Gehen auf jeden Fall mit. So. Alter. Man, die spielen ja ganz interessant. 4, 5, 6. Oh, Möglichkeit, ein Fleisch zu kriegen. Gehen wir mit. 4, 5. Wir brauchen eine 7. Wir brauchen auf jeden Fall eine 7. Ein 8er Pärchen haben wir. Schieben. 114, da steigen wir auf jeden Fall aus. Was will ich denn da rausholen? Das ist doch Blödsinn. Gehen wir mit. Wir müssen mal gucken, was in der Mitte liegt. Ein Zweierpärchen. Und vielleicht kommt da noch irgendwas. Nur steck mal aus. Fold. 4-5 auf jeden Fall. Eso. Eso también. Ain't no going back now. Da steigt mal aus. Ich habe ja die dumme Vermutung, dass die betrügen. Sieben und Dame. Gehen wir mit. Wir haben 5er Pärchen. Haben wir nicht.
Wir schieben. Und irgendjemand wird jetzt bestimmt sicher wieder. Gehen wir mal mit. Vielleicht können wir irgendwas. Aussteigen. Das lohnt sich nicht. Sieben, acht. Möglich auf eine Flasch. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Flaschstraße oder Royal Flash? Nee, Straight Flash. Gehen wir mit. Wir müssen wissen, was in der Mitte. Schieb mal auch. Schieben. Setz mal 11. Ein Ass Pärchen. Und er hat zwei Pärchen Ass und Dame. Das gibt's doch nicht. Ach, Dreck. 7 und 3. Wir hätten aussteigen können. Okay, also in Mexiko ist das Pokern um einiges anstrengender, als ich gedacht habe. Aussteigen. Da hätten wir am Anfang gleich aussteigen müssen. Zwei und zehn. Dann steig mal aus. Na komm mal mit. Carajo, abandono. Lo que pensé. Sechser Pärchen haben wir. Wir setzen mal 10. Sure. I'll bet. Jetzt mal 11. Don't forget about me. Sechser Drilling. Setzen 10. Du erhöhst auf 20. Let's up it a bit, shall we? Okay, du gehst mit. Zwei Pärchen, 6 und 3. Wunderbar. Haben wir gewonnen. Gut. Hier kann man auf jeden Fall vom Tisch gehen, theoretisch. 3 und 8. Ein Flash. Setzen mal 10. Mal gucken, wie alles rausgeht. Setzen noch mal 10. Ah, scheiße. Da steigt man aus. Das lohnt sich nicht. Da hätten wir schon zwei Pärchen auf der Hand gehabt. Scheiße. Ass und 9 in Karo. Gehen wir mit auf jeden Fall. Ass König. Gehen wir mit. Mal gucken, ob noch was drin ist. Ass hoch. Ein Viererpärchen. Ach, naja. Ja, trotzdem hast du nicht viel auf der Rot. Eine und so. Zwei Damen. Geh mal mit. Einer raus. Okay, alle drin. Gehen wir mit. Da haben wir die dritte Dame. Gehe ich mit.
I call. I'm gonna see what you're made of. Bet. All in. Okay. I'm all in. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und straight. You're joking. Alter. Ah, gut. Dann spielen wir halt jetzt eine Runde Blackjack. Warte mal, Blackjack wird dann wahrscheinlich hier drin sein. Oh nein. Ich wollte Blackjack spielen. Ach gut, dann machen wir halt Mission. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier, Señor Escuela, is Javier, to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, Estabacón, Grande Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman, a teacher, a human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice, in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? A man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. I'm gonna take the train. You can come with me or ride ahead to El Matadero. Oigo que esta cosa entre Reyes y Allende se ha puesto fea. Fahren wir zurück in den Zug oder reiten nach Elm? Wir fahren mit dem Zug. Wir sind noch nicht einmal Zug gefahren, außer am Spielanfang, als die Geschichte eingeleitet worden ist. Really? Then perhaps you're more in need of my help than I thought. Is that so? That some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Gucken, wo wir jetzt hinfahren. It's the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there. Okay, wir haben das Gewehr schon abgestellt. Ich gehe stark. Werden wir jetzt überfallen? Nö, werden wir nicht. Vielleicht, wir können das mal ein Stück Schokolade schnabulieren. Kann mich auch nicht ausgucken. So. So, dann springen wir halt doch mal zum Zielort.
Passiert jetzt irgendwas? Oh, da kommen wir auch angeschnauft. Ganz schön übel. So. Haben wir erledigt. Come on, first stop, I'm at the Darrow. Come on. Na gut, dann erzähl uns mal ein bisschen was. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. Alter. We'll ask around when we get there, but we don't want to draw attention. Dann bin ich ja echt mal gespannt, wie das wird, wenn Teil 2 rauskommt. What does the army want with this Luisa girl anyway? She's a rebel. And apparently close to their leader, Reyes. She's a pretty young thing. That's normally reason enough for Allende. So I've heard. She's a good woman, a teacher. If they lay a finger on her, I swear I'll feed those bastards their balls. Good. Here we are. Looks kind of sleepy, don't it? All right, let's find this Carlos guy. Einfach so gut geht, wenn wir hier reingehen. Okay, hier ein Schwein. Carlos. Si. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, senor. The rest I will leave to you. Hope you're ready for this. Good. Mal gucken, was uns so erwartet. Okay. Warte, entdecken auf das Ablenkungsmanöver. Das kriegen wir hin. Wir werden doch bestimmt noch irgendeinen Staudamm oder irgendwas sprengen. Keine Ahnung. So. Wo schleichen wir uns rein? Campesino de mierda, te voy a colgar al lado de tus cerdos. Váyanse al infierno, traidores. Well, I say we've waited long enough. The entrance is down this way. Das wird sicher. If you've laid a finger on her. Don't move! I thought we were friends! Call yourself soldiers? What the hell? Luis is coming with us. So.
dick! You animal, she's dead! It must be this door. Looks like we might need a little dynamite to get it open. Gut. Dann suchen wir mal Dynamit. Na dann. Na? Deal with those bastards, Carson. Gut, erledigt. Just walk away. Na komm schon. Alter, was halten die denn aus? Das ist ja der Obershit. Alter, da wird die Kleinen doch in die Luft sprengen. So. Stand back, damn it. Here goes. Und keiner drin. Gut. Die haben wir. Poor girl's barely alive. Let's get the hell out of here before any more of them show up. It's gonna be done, sir. I taught you well. So, haben wir erledigt. Jetzt wird wahrscheinlich auch der Vater tot sein, oder? Na komm schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Looks like Carlos left us some horses. Come on. Auf welches Pferd gehst du? Dann erschieße ich dich. Na gut. Let's go before any more of them show up. Na gut. Okay. Wir laufen durch einen Canyon. Wir hätten einfach. Keep at him, Martha. Okay. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich dieses Gewehr brauchen könnte. Na komm, wo seid ihr? Ich sehe euch doch gleich. Na komm. Haben wir? Und jetzt?
So, den haben wir in den Kopf geschossen. Du bist auch tot. Macht auf, Carlos. There he is. Talk about cutting it fine. Wo ist er? Carlos? Gracias a Dios. Haben wir geschafft? For saving me. You're a good man. Friends of the people of this land. Was someone named Harvey Gasquilla one of the men holding you? No. I don't know. I don't think so. But I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, John, he's still in Mexico. Okay, then. I guess we'll keep looking. Yeah. Tschüssi. War nett mit dir. Seid vorsichtig. So. Plündern. Plündern. So. $5. Wir sind unglaublich reich. Achso, den da müssen wir noch ausnehmen. Plündern? Ja. Pferdchen. Und jetzt Karte. Würfelpoker. Kann man hier irgendwo schlafen? El Matador, Matadero. Ich würde tatsächlich gerne schlafen, beziehungsweise abspeichern. Auch eine Bude kann ich mir scheinbar noch nicht kaufen. Ach, das ist das Höhlensystem, da gehen wir lieber nicht hin. Masa de la Luna. Wir reiten mal dorthin. So, mal gucken, was uns jetzt alles erwartet. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Da hinten ist eine Brücke. Alter. Da bin ich echt gespannt, wie Teil 2 wird. Da ist ein Ferienlager. So. Okay. Um die Herausforderung nähert sich dem Jäger und Drücker. Logge mit den Köter Hirsche an. Drücke, um den Inventar anzusehen. Wir legen. Inventar. Set. Bockhaut. Halt. Köder. Einmal diversifizieren. Nein, ich entferne sie vom Köder. Du die Gegend, ja. Nähere dich dem erlegten Hirsch und hol dir das Fell. Okay.
Wir haben zwei Stück. Wir müssen halt nur schnell schießen können. Oh, da hätten wir Dead Eye benutzen können. Da hätten wir sogar alle Vierer gekriegt. Das wäre ziemlich wunderbar gewesen. So, zwei Hirschfälle. Wie viel willst du eigentlich von mir haben? Hirschfleisch. So. Gut. Nehmen wir auch mit. Kaninchenfleisch kann man auch mal gebrauchen. Irgendwas werden wir davon schon verkaufen können. So, wie viel wolltest du eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht nachgefragt. Du hast einfach nur gesagt, hier, bring mir Fälle. So, $23. Okay, das ist schon ordentlich. So, jetzt versuchen wir irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, damit wir pennen können. Damit wir abspeichern können. Da oben. Tatsächlich. Gibt es eine Möglichkeit zum Abspeichern? Anbinden. Wir können auf Würfelpoker spielen, ein normales Poker, das ist super. So. Kaufen. Yeah. Damit haben wir unsere erste Bude in Mexiko. Wir werden noch zum Immobilienhai. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch tatsächlich von dieser Folge wieder. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Red Dead Redemption. Wenn es euch gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, drückt mir einen Daumen nach unten. Schreibt aber wenigstens in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und abonniert mich, empfehlt mich weiter. Liked meine Videos, kommentiert meine Videos, guckt in die anderen Playlists rein. Ich habe einige coole Spiele schon gespielt. Was soll ich sonst noch sagen? Benutzt diese Glocke noch. Dann kriegt ihr immer eine Notification, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Stiefel.